Vielen Dank, Herr Präsident. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Bin hier noch mal schnell hingeflitzt. Ich wollte noch mal was zu den Betrieben sagen. Meine Erfahrung ist, dass Schüler sich in Schule vollkommen anders benehmen als im Betrieb. Ich kenne das, dass Schüler in der Schule wirklich sich völlig daneben benehmen, ganz schlechte Kopfnoten bekommen, dann gehen die in Betrieb und die funktionieren da. Also darauf zu schließen, wenn ich eine gute oder schlechte Kopfnote habe, man könne die jetzt im Betrieb besser oder schlechter einbinden, das ist einfach nicht wahr. Und dazu kommt, hier wird immer gesagt, man würde die Kopfnoten nutzen, um Leute zu fördern. Das stimmt auch nicht. Das ist ein Sanktionsinstrument, um Schüler dahin zu kriegen, dass sie sich so benehmen, wie der Lehrer es gerne hätte. Vielen Dank.